Hallo und herzlich willkommen, liebe Stiere. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen mal wieder rein in die Energien für die Stiere, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Stier stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Wir wollen heute schon mal einen kleinen Ausblick in den September werfen. Energetisch, was zeigt sich hier für die Stiere aktuell und im September? Was sind hier die Themen, die hier besonders hervorstechen? Da schauen wir heute schon mal ein wenig hinein. Upsala. Und da kommt direkt der Soldat rausgesprungen hier für die Stiere. Was ist hier wichtig? Was zeigt sich? Die Kristallkugel. Und da geht es um die Zukunft und das Roulette. Okay. Das ist interessant. Das müssen wir erstmal wirken lassen hier. Der Soldat steht ja hier für Ordnung und Struktur, der steht aber auch für eine gewisse Gefühlskälte, Abwehr. Vielleicht hast du es mit jemandem zu tun, der hier sehr strukturiert, sehr diszipliniert ist oder den du hier als sehr kalt empfindest. Könnte also ein Gegenüber sein, es könnte aber auch deine eigene Energie sein mit dem Soldaten. Ja, entweder bist du sehr ordnungsliebend oder ja, vielleicht hast du ja auch ein Thema mit Kontrolle oder Strukturdisziplin. Ich meine, gerade es ist ja so ein Stierthema auch, der mag ja schon auch ganz gerne Struktur und Ordnung. Vielleicht bist du aber auch auf Abwehr. Vielleicht wehrst du etwas oder jemanden ab. Etwas, was dich hier vielleicht auch viel beschäftigt, gedanklich, ja, Logik haben wir hier auch. Also man nutzt hier den scharfen Verstand, vielleicht auch um hier eine Situation ein wenig aus der Distanz hier zu betrachten mit dem Soldaten. Das müssen wir uns mal im weiteren Verlauf hier anschauen. Die Kristallkugel, da haben wir das Thema Spiritualität, Wahrsagen, Karten legen, Vorahnungen, Zukunft. Vielleicht ahnst du etwas, vielleicht befasst du dich viel mit der Zukunft oder möchtest jetzt irgendwie suchst du Informationen für die Zukunft. Bist hier gerade vielleicht einfach sehr auch spirituell unterwegs. Ja, du schaust ja auch Kartenlegungen. Das ist ja auch so ein Hinweis, dass man hier nach intuitiver, spiritueller Führung sucht. Ja, vielleicht bist du aber auch gerade einfach sehr intuitiv und hast gewisse Vorahnungen, was die Zukunft angeht. Und das Roulette zeigt hier, dass man möglicherweise ein Risiko eingeht, dass du vielleicht etwas wagst, dass du mutig bist und dein Glück herausforderst. Ja, dass du hier irgendwo vielleicht ein Risiko eingehst und so eine 50-50-Chance dabei besteht. Also es kann klappen oder es kann nicht klappen. Okay, müssen wir mal weiterschauen. Für die Stiere im September, was zeigt sich denn hier? Mut, 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 haben wir zweimal. Die Kardinalzeichen, wo du mutig etwas anpackst, etwas wagst, wo du vielleicht mit deinem Pioniergeist irgendwie eine neue Idee oder eine neue Vision verfolgst oder umsetzt, wo du etwas startest. Die Sonne und das Feuer. Nochmal Feuer, also nochmal Mut, Selbstbewusstsein, Leidenschaft, Optimismus mit der Feuerenergie. Also du wirst auf jeden Fall sehr mutig, was wir hier sehen, und du gehst ein Wagnis, ein Risiko ein. Die Sonne ist auch Feuerenergie. Die Sonne zeigt auch, dass du dich selbst jetzt zum Ausdruck bringst, dass du deine Wahrheit verkörperst, dass du mutig auftrittst und etwas, ja, umsetzt, etwas in Bewegung bringst, eine neue Idee oder Vision verfolgst. Das sieht mir hier ziemlich stark nach Neubeginn aus. Etwas Neues wagen, etwas Neues riskieren, etwas anpacken. Eine sehr mutige Energie hier für den September erstmal. Sehr willensstark, entschlossen. Okay, dann schauen wir mal rein mit dem Tarot, würde ich sagen, als erstes. Für die Stiere. Was zeigt sich hier? Fallen mir erstmal drei Karten raus. Ich muss mal ein bisschen Platz machen. Doch, es passt nicht ganz, so wie ich das hier vorhabe. So. Für die Stiere im September, was zeigt sich? Da dreht sich etwas um. Ein Mangel.
was war, was ist, was kommt im September. Zweiter Kelche. Ui. Und wir haben den König der Stäbe. Da ist er, der mutige, entschlossene, sehr willensstarke König. Könnte ein Gegenüber sein. Könnte hier wirklich ein Mensch sein, mit dem du es zu tun hast, der hier vielleicht sehr willensstark, sehr dominant auftritt oder sehr feurig, sehr temperamentvoll, leidenschaftlich. Na, wir haben hier zwei der Kelche, zeigt dir ein Gegenüber an. Na, und wir sehen auch, dass du hier irgendwie in dieser Verbindung, dass es da einen Mangel gibt, eine Krise in einer Verbindung. Könnte jetzt also ein Partner sein, eine Beziehung, muss aber nicht. Es könnte auch eine Freundschaft sein, Familienmitglied, Arbeitskollege, sonst irgendjemand, mit dem du hier eine ja, ziemlich enge Verbindung hast. Irgendjemand, der dir sehr nahe steht, der für dich eine zentrale Rolle spielt oder gespielt hat in der letzten Zeit, jetzt auch gerade, wo es große Herausforderungen gab. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass diese Person hier sehr, ja, da kommt mir der Soldat wieder in den Sinn, dass diese Person sehr, ja, entweder sehr stark auf sein Recht oder auf Ordnung beharrt hat, ja, dass der wirklich ein bisschen sich durch gesetzt hat oder ein bisschen, ja, sehr dominant aufgetreten ist oder jemand, der ja auch ein bisschen gefühlskalt oder aber auch sehr loyal. Ne? Wir haben ja das Thema Loyalität auch sehr stark. Es könnte also auch deine eigene Energie sein. Könnte natürlich auch sein, dass du der König der Stäbe hier bist oder warst, dass du hier dein, ja, für dich eingestanden bist, für dein Recht gekämpft hast. Vielleicht gab es ja auch einiges an Auseinandersetzungen, weil man hier sehr willensstark, sehr temperamentvoll aufgetreten ist. Also es kann du oder er kann dein Gegenüber sein, ja, der König der Stäbe ist schwer zu sagen, da musst du mal schauen. Auf jeden Fall gab es da Krisen in einer Verbindung. So, aktuell und im September. Jetzt kommt der König der Schwerter. Hat sich noch was umgedreht hier? Nein, okay. Okay. Die 6 der Stäbe und die 7 der Schwerter. Oh, nein, das sind zu viele jetzt hier. Die hat sich, da haben sie jetzt zu viele umgedreht. Die kann ich leider nicht nehmen. Machen wir das jetzt ganz ordnungsgemäß hier. Der Ritter der Schwerter, ja, passt auch. Wir sehen hier einiges an Konflikten, einiges an Auseinandersetzungen, aktuell und auch im September. Ja, gerade im September wird hier ganz schön viel, was ich jetzt hier sehe, diskutiert. Da spricht man Klartext, da spricht man seine Wahrheit. Da macht man sich Luft. Vielleicht geht es ja auch dann ums Recht haben oder jemanden überzeugen wollen. Ja, ich sehe aber auch einen Sieg. Ich sehe, dass du triumphierst, dass du irgendetwas erfolgreich hier auch meisterst. Und was du hier erfolgreich meisterst, scheint eine Herausforderung zu sein, mit der du hier aktuell konfrontiert bist. Ja, aktuell sehen wir hier wirklich Rangeleien. 5 der Stäbe. Gerade hier auch mit dieser Verbindung könnte natürlich jetzt damit zu tun haben, dass man hier in einer Verbindung, einer Beziehung oder mit einem Gegenüber hier sehr viele Machtkämpfe oder ja, Rangeleien hat. Ne, Streitigkeiten. Wo es wirklich darum geht, ja, wer hat Recht? Ne? Oder es geht darum, einfach seinen Willen zu bekommen oder sich durchzusetzen oder einfach sich zu behaupten. Ja, der König der Schwerter ist auch hier. Also das könnte jetzt auch wieder eine kühle Person sein. Das Thema haben wir ja hier, Gefühlskälte, Abwehr. Könnte von dir ausgehen. Es kann aber auch ein Gegenüber sein, ne, der sich hier sehr kalt und abweist. Also hier haben wir wirklich diese Kühle, diese Kälte bei dem König der Schwerter drin. Dass es hier kühle Auseinandersetzungen gibt, weil hier jemand einfach sehr, ja, emotionslos oder empathielos hier agiert. Und da geht es rein dann wirklich ums Recht haben und sich hier irgendwie durchsetzen.
dass man hier viele solche Konflikte hat im Moment. Ja, dann haben wir hier den Herrscher. Der Herrscher spricht dafür, dass du hier im Moment hier für Recht und Ordnung sorgst, für klare Verhältnisse, dass du ein Ziel hast und dieses versuchst hier zu erreichen, diszipliniert, wirklich hier für klare Verhältnisse zu sorgen. Vielleicht ist das auch der Kampf, vielleicht geht es auch darum in diesen Auseinandersetzungen, dass du versuchst hier einen klaren Rahmen zu setzen, dass du verantwortungsbewusst handelst und einfach dir deiner Verantwortung, die hier irgendwo liegt, bewusst bist, dass du einfach möchtest, dass die Dinge hier mit rechten Dingen und zugehen, ja, so wie es sich gehört und sein sollte, dass man hier einfach einen festen Rahmen setzt, vielleicht auch strategisch vorgeht. Diszipliniert versuchst du hier irgendetwas durchzusetzen, was sich für dich richtig und gerecht anfühlt, ja. Da geht's auch, wir haben hier auch das Thema Autorität drin. Könnte auch so, und der Soldat ist ja auch so eine, da ist ja auch so eine gewisse Autorität, kommt ja da durch, ne? Durch diese Kälte, durch dieses sich durchsetzen und ja, Machtkämpfe sehe ich hier wirklich auch ganz stark. Also auf jeden Fall haben wir hier ein Gegenüber, wo es Rangeleien, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten gibt, wo man sich hier versucht durchzusetzen, wo man hier Ordnung und Struktur in eine Situation reinbringen will, wo es aber auch Gefühlskälte gibt, entweder von dir aus oder von einem Gegenüber. Und wo du auch so ein bisschen auf Abwehr, ja, also dieses Abwehr, das kommt auf jeden Fall auch ein bisschen von dir, weil wir sehen ja, dass du hier auch ganz klar in diese Konfrontation, Konflikte gehst. Ja, weil einfach, das hat einfach mit deinem Empfinden von richtig und falsch zu tun. Wo du ganz klar weißt, das ist das, was du hier durchsetzen musst. Ja, weil du eigenverantwortlich handeln möchtest. Verantwortungsbewusst. Und weil es vielleicht auch um ein wichtiges Ziel geht. Ja, also ich sehe dich hier, wie gesagt, siegen. Ich sehe, du wirst hier im September auf jeden Fall diese Rangeleien und Streitigkeiten entweder beenden oder du wirst hier erfolgreich als Sieger herausgehen aus diesen Konflikten. Ja, wir sehen ja hier wirklich Rangeleien, obwohl die Rangeleien hier im Moment eher nicht wirklich bösartig sind. Es ist ja nicht die Fünf der Schwerter, wo wir ja eigentlich normalerweise die Kälte, Hass und Gemeinheiten haben. Es sind hier wirklich mehr Machtkämpfe, wo man sich durchsetzen will, wo man gewinnen will. Ja, das könnte jetzt also auch beruflich sein, dass man sich hier bestimmten Herausforderungen stellen muss und hier sehr, sehr verantwortungsbewusst und zielbewusst hier etwas umsetzen und erreichen will. Es kann aber auch zwischenmenschlich hier mit einem Menschen sein, der dir sehr nahe steht, wo es hier sehr viele Krisen oder Herausforderungen, Mangelsituationen gab, wo du jetzt hier einfach auch sehr kühl und taktisch und auch geistig hellwach hier bist und versuchst hier Klarheit reinzubringen und eben ja für Recht und Ordnung zu sorgen und auch dich wirklich durchzusetzen hier. Also du siegst, wir sehen dir deinen Triumph, deinen Sieg, Anerkennung, Erfolg wird hier reinkommen. Im September ist ja auch der Erntemonat, also da wirst du deine Ernte einfahren im Sinne von, du wirst hier etwas erfolgreich meistern, abschließen. Wir sehen aber auch die Sieben der Schwerter und den Ritter der Schwerter und das ja, zeigt dir, dass es dann doch wieder einiges an Kontroversen geben wird und Konflikten, Auseinandersetzungen, dass man hier viel diskutiert über eine Unaufrichtigkeit oder über Lügen, darüber, dass sich hier irgendjemand einen Vorteil verschaffen will, sich aus dem Staub macht, sich nicht an Absprachen hält oder ja, einfach trickst, lügt, betrügt. Also so eine Energie ist das ja immer mit den Sieben der Schwertern. Das scheint hier im September auch wieder ein Thema zu sein, Unaufrichtigkeit, Unehrlichkeit. Und dass es in Bezug auf diese Energie hier wieder Konflikte und Streitigkeiten, Diskussionen geben wird. Es kann natürlich auch sein, dass du hier irgendwie ein bisschen hinter dem Berg hältst oder versuchst dir einen Vorteil hier zu verschaffen in einer Situation oder dich einem Konflikt hier nicht zu stellen. Aber das Gefühl habe ich nicht, denn du bist ja hier mit den Sechs der Stäben und dem Ritter der Schwerter ganz klar positioniert, vertreten. Du bist ja hier auch mit der Feuerenergie sehr mutig. Du bist definitiv hier sehr selbstbewusst und risikobereit. Auch das sehen wir hier. Also ich denke nicht,
dass du hier diese Energie bist, die hier hinterm Berg hält oder tricksen will oder irgendwelche Abkürzungen sucht oder lügt oder betrügt. Ich denke, das ist deine Energie, die hier eine wichtige Rolle spielt, aber die hier schon mit einem Gegenüber zu tun hat. Und das führt hier zu viel Streitigkeiten, Diskussionen, aber auch sehen wir diesen Sieg, dass du hier, wie gesagt, in diesen Auseinandersetzungen hier irgendwie auch triumphierst. So, wir schauen mal, was drunter liegt hier. Der Stern zeigt erstmal, dass du jetzt geführt wirst, dass du voller Hoffnung bist, dass sich eine Situation vielleicht jetzt auflöst, dass sie sich gut entwickelt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es ist eine der Schutzkarten, ja. Definitiv spricht das hier von Hoffnung und dass du auf einem guten Weg bist und dass du, wenn du da noch nicht bist, dass du da auf jeden Fall hingeführt wirst, ja. Dass man hier, ja, Hoffnung hat auf einen. Wir sehen die Sechs der Schwerter, ja. Hoffnung auf einen Neubeginn, Neuanfang. Ja, man möchte hier Konflikte hinter sich lassen. Man möchte sich auf etwas Neues einlassen. Da sehen wir auch diese Risikobereitschaft, aber wir sehen hier auch diese Ängstlichkeit, Unsicherheit, mit der man sich hier auf etwas Neues einlässt oder nicht weiß, wo die Reise hingeht. Man weiß nur, man möchte gewisse Konflikte, ja, Auseinandersetzungen oder Kämpfe hinter sich lassen, zurücklassen, aufbrechen zu neuen Ufern. Aufbruch zu neuen Ufern. Und hier haben wir den Ritter der Münzen und der zeigt hier diese Erdenergie, das ist deine Energie, dass man hier einfach sehr bodenständig ist, sehr realistisch, sehr wertebewusst. Ja, da haben wir ja auch das Thema so ein bisschen des Soldaten drin. Da sehen wir Disziplin, Struktur und Ordnung, dass du eben auch diese Werte jetzt hier klar verfolgst, dass du hier versuchst, ja auch mit dem Herrscher hier für klare Verhältnisse zu sorgen, deinen Weg zu gehen nach deinen Werten. Den richtigen Weg, ehrgeizig, auch geduldig ist man hier, weil es um langfristige Stabilität und ja, sichere Verhältnisse geht. Ja, egal, ob das jetzt beruflich ist, wo man jetzt seinen Weg sehr diszipliniert verfolgt, oder ob es um eine Verbindung geht, wo es darum geht, dass man hier nach seinen Werten handelt, sehr pflicht- und verantwortungsbewusst. Aber dass man auch einfach sehr geduldig ist. Geduldig, aber auch sehr entschlossen, ja, sehr, sehr entschlossen. Ein unsicherer Aufbruch in eine Zukunft. So, ich möchte jetzt mal eine Herausforderung im September mir anschauen hier. Was ist hier eine große Herausforderung im September für die Stiere? So, die sind ein bisschen klein hier, ein bisschen schwer zu mischen. Haben wir die vier der Kelche, wir haben die drei der Schwerter und die Sonne. Okay. Die Sonne haben wir hier auch schon. Das ist ja so eine Bestätigung für mich auch, ja, so eine doppelte Energie hier. Die Sonne zeigt ja auf jeden Fall, dass man seine Wahrheit verkörpert, dass man, vielleicht geht es ja auch darum, dass dir etwas klar wird, dass du wieder strahlst, dass du wieder Zuversicht, Mut hast. Ja, Mut haben wir ja hier auch. Dass du dich wieder freudig dem Leben zuwendest. Wir haben hier aber hauptsächlich einen Konflikt. Ja, wir haben die vier der Kelche und die drei der Schwerter. Und das zeigt mir, dass es hier einen inneren Konflikt gibt. Einen Konflikt zwischen Herz und Verstand, der hier schwer aufzulösen ist. Ja, auch im September. Also, das ist irgendwie eine schmerzhafte Erkenntnis. Es ist so, als würde dir etwas klar werden. Du würdest etwas erkennen oder etwas erfahren, was sich sehr schmerzhaft anfühlt und was dich ja auch irgendwo zu einer Entscheidung drängt, zu einer notwendigen Entscheidung. Ja, wir sehen ja hier im September, dass es das Thema Unaufrichtigkeit gibt und dass hier sehr viel geklärt wird und diskutiert wird, ja, dass es ja auch einen Sieg gibt, aber es ist dennoch eine innere Zerrissenheit hier sichtbar. Und das hat mit einer Situation zu tun, wo du einer Sache hier überdrüssig bist. Da gibt es irgendein Thema. Vielleicht hat das mit den Unaufrichtigkeiten zu tun oder mit den Kämpfen oder der Kälte oder ja, dass man hier irgendwie mit unfairen Mitteln kämpft.
Da hast du einfach die Nase voll von, ja. Da hat man genug, da hat man zu viel von. Das ist so einfach so, da sagt man, das reicht mir, ja. Man ist unausgefüllt, unglücklich, unzufrieden, beleidigt, man schmollt. Das zeigt schon noch eine gewisse Verhärtung hier auch. Man ist ja auch sehr fokussiert auf das, was man nicht mehr möchte, ne? Auf das Negative. Und das ist auch wichtig, dass man dann hier die Scheuklappen abnimmt und genau erkennt, was lähmt dich hier so. Was ist es, ja? Welche schmerzhafte Erkenntnis? Und was musst du tun? Weil bei den drei der Schwertern, da steckt immer eine Aufforderung dahinter, da drin. Da geht es darum, dass du eine wichtige Verstandesentscheidung, eine notwendige Entscheidung triffst, aufgrund der Erkenntnisse, die du machst, ja? Aufgrund des inneren Konfliktes, der dir hier sehr bewusst wird. Eine Entscheidung, die dich hier auch wieder vorwärts bringt, ja? Die dich wieder in die Freude bringt, in die Leichtigkeit, die vor allem deine Wahrheit verkörpert. Eine Entscheidung, mit der du deine Wahrheit zum Ausdruck bringst und dich aus einer unbefriedigenden, unzufriedenen, unerfüllenden Situation befreist, einer schmerzhaften mithin. Also eine schwere Entscheidung steht an im September. Eine schwere, schmerzhafte Entscheidung. Und wir haben aber auch hier Glück. Ja, die 9 der Münzen liegt hier drunter. Ein Gewinn, ein Geschenk, eine Chance liegt hier auch für dich. Eine Chance. Oh, und da haben wir auch wieder ein Gegenüber. Und die 9 der Kelche. 9 der Kelche und 9 der Münzen und ein Gegenüber. Das könnte also entweder auf ein neues Gegenüber hinweisen, einen Menschen, der dir hier, mit dem du hier wunderschöne Momente erlebst, wo du dich sehr wohl fühlst, geborgen fühlst, vielleicht genießt man gemeinsam, vielleicht geht ein Wunsch in Erfüllung, vielleicht hat man hier einfach eine schöne harmonische Zeit oder es gibt hier eine Chance für eine Verbindung, egal ob das jetzt mit diesem Menschen hier ist, wo wir hier diesen Mangel, diese Krise haben. Es könnte natürlich sein, dass man hier wieder neu zueinander findet oder ob das eine neue Person ist, wo ich habe schon das Gefühl, dass das hier irgendwie eine neue Person sein könnte, die hier bei einigen auftaucht. Interessant, interessant. Okay, ich möchte mal wissen, schau mal in dieses Deck jetzt hier rein. In die Geheimnisse des Herzens hier von dir. Herzgeheimnisse von dir. Für die Stiere. Was ist hier verborgen? In deinem Herzen hier. Was haben wir denn da? Okay, da haben wir. Man rennt hier vor irgendetwas davon. Wir haben hier das Verschwinden, Unsichtbare. Ja, das ist auch so ein bisschen diese 7 der Schwerter-Energie. Also entweder macht sich hier irgendjemand anderes aus dem Staub? Ja, irgendjemand drückt sich hier vor etwas oder vielleicht auch du selbst machst dich hier irgendwie unsichtbar oder rennst vor einer Situation davon. Okay, wir müssen mal weiterschauen. Ja, man ist hier sehr unsicher, unklar, man ist verwirrt und unsicher. Und da gibt es diese Erinnerungen. Ja, das ist. Okay, kann man das jetzt hier sehen einigermaßen? Sich noch mal schauen. Ich mache das mal hier so ein bisschen runter. Ja, da haben wir diese bittersüßen Erinnerungen. Das, denke ich mal, hat ja auch zu tun mit den drei der Schwertern. Ja, man hängt hier in einer Situation noch fest. Man erinnert sich, und das ist auch das, was hier so schmerzhaft ist. Weil man hier nostalgisch ja auch irgendwelchen Erinnerungen anhängt oder weil man emotional mit etwas hier auch einfach sehr verbunden ist. Und das führt natürlich auch zu der Unklarheit, zu der Unsicherheit, zu den Verwirrungen, dass du nicht weißt, ne, was du vielleicht tun sollst. Aber irgendjemand ist hier ja nicht ganz ehrlich. Ja, macht sich aus dem Staub, macht sich aus dem Staub, macht sich unsichtbar. Ja, das ist wirklich hier diese 7 der Schwerter. Irgendjemand ist hier nicht ganz ehrlich, nicht, stellt sich vielleicht einer Konfrontation nicht oder hat Angst hier irgendwie sich einer Sache wirklich zu stellen. Ja, Ghosting bekommen wir hier auch. Vielleicht wirst du von jemandem geghostet. Vielleicht verschwindet einfach jemand von der Bildfläche, ja, und du hängst hier an einer Situation zurück und fragst dich, warum, ja.
Machst du hier viele Gedanken? Okay. Wir schauen mal mit den Drachen in September. Was ist hier wichtig? Was sollst du tun? Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt klar für den Weg, der sich in meinem Herzen richtig anfühlt. Ja. Eine Herzentscheidung treffen. Beziehungsweise, das muss ich jetzt mit Vorsicht ausdrücken, denn wir haben ja die drei der Schwerter und die sagt ja, es geht darum, eine Verstandesentscheidung zu treffen, nicht eine Herzentscheidung, weil hier haben wir verletzte Gefühle, Enttäuschungen und da geht es natürlich darum, jetzt hier dem Verstand, den Erkenntnissen hier, mit dem Herrscher auch, ja, das, was jetzt hier einfach notwendig ist, dem Vorrang zu geben und eine wichtige Entscheidung zu treffen, die sich richtig anfühlt, aber eben auch wirklich aufgrund deiner Erkenntnisse. Und was eben vor allem hier mit deiner Wahrheit zu tun hat. Es geht hier darum, eine Entscheidung zu treffen, die mutig ist, ja, wo man hier vielleicht auch ein Risiko eingeht. Aber auf jeden Fall etwas für den Weg, der sich richtig anfühlt. So. Sei mutig und erwecke den Krieger, die Kriegerin des Lichts in dir. Nochmal Mut. Ja, sei mutig. Stelle dich den Herausforderungen, steh für dich ein, kämpfe für dich. Es kann natürlich auch sein bei einigen, dass du auch selbst das bist, ja, der hier sich einer Konfrontation nicht stellt, der hier davonläuft und. Bei den meisten habe ich allerdings wirklich doch das Gefühl, dass das ein Gegenüber ist, ja, weil du hier, wie gesagt, sehr, sehr stark und sehr mutig liegst. Ziemlich klar eigentlich auch. So, einen Engel hätte ich gerne hier für die Stiere. Gelassenheit und Erdung bekommen wir hier. So, da schaue ich mal rein. Bleib gelassen, ja. Ja, zieh dich zurück und sammel dich, bevor du die nächsten Schritte unternimmst. Nimm dir Zeit, deine Gedanken zu beruhigen und deine Energie zu sammeln. Wisse, dass Gott seine schützende Hand über die aktuelle Lage und die an ihr Beteiligten hält und dass es keinen Grund gibt, dir über das Karma eines anderen Menschen Sorgen zu machen. Ziehe dich einfach zurück, tanke neue Energie und erlange deine Gelassenheit wieder. Es ist Zeit, deine Gedanken und deine Energie zu sammeln, da es derzeit ziemlich wahrscheinlich zu Enttäuschungen und Verdruss kommen kann. Oh, ja, Enttäuschungen, und das haben wir ja, und Verdruss, das haben wir ja hier liegen. Du bist ein leidenschaftliches, liebevolles und freudiges Wesen, doch gleichzeitig möchtest du nicht für selbstverständlich gehalten und unterschätzt werden. Der Krieger in dir möchte sich auflehnen und kämpfen oder zumindest deine Fertigkeiten, Talente und deinen Wert beweisen. Doch das Auftauchen dieser Karte deutet darauf hin, dass du in diesem Moment nicht in der Weise respektiert oder gehört wirst, wie du es verdienst. Ja, deswegen sollst du dich zurückziehen, bevor du die nächsten und sich sammeln, bevor du die nächsten Schritte unternimmst. Du darfst in die Energie des Gleichmutes kommen, indem du darauf verzichtest, aus Angst und einem Gefühl des Getrenntseins heraus auf eine Situation zu reagieren. Gegenwärtig helfen dir die Engel des reinen göttlichen Lichts, dich beschützt und geführt zu fühlen. Sie ermuntern dich zu erkennen, dass dein Inneres von einer ungeheuren Kraft der Liebe erfüllt ist. So, dann haben wir die Erdung und die Erdung. Ja, vielleicht fühlst du dich derzeit durcheinander und total überfordert, weil du dich zu sehr verzettelst und zu viele Projekte auf einmal in Angriff nimmst. Daher ermutigt dich dein Schutzengel, dich zu erden. Wenn du zurück auf den Boden kommst, wirst du die Dinge klarer sehen und genauer wissen, wer du bist und was du tun musst, um dich in deinem Leben sicherer und unbeschwerter zu fühlen. Du wirst angeleitet, dir ein wenig Zeit zum Atmen zu nehmen und vielleicht sogar in die Natur zu gehen, wo du dich entspannen kannst. Vielleicht bist du unsicher, ja, unsicher haben wir ja auch hier die Unsicherheit, ne?
und weißt nicht, worauf du dich gerade fokussieren sollst, was daran liegt, dass deine Energie momentan ein wenig zerstreut ist. Doch die Engel der Erde sind an deiner Seite und helfen dir, dich wieder verbunden zu fühlen, denn du hast wichtige Arbeit zu verrichten und wunderbare Erfahrungen können sich nur dann einstellen, wenn deine Energie intakt ist und dir uneingeschränkt zur Verfügung steht. Diese Karte ist eine des Schutzes und der Führung. Und das ist interessant, denn wir haben ja hier auch den Stern, der ja auch eine Schutzkarte und der Führung ist, der dich hier auf den richtigen Weg führt. Allerdings sehen wir eben auch, dass es Zeit braucht, dass es langsam vorangeht, ja, dass du Geduld brauchst, dass du dich in der Zeit eben hier auch wirklich erden darfst und vertrauen darfst, dass du hier auf ein neues Ufer geführt wirst, zu einem neuen Ufer geführt wirst. Also, wenn du das Gefühl der Verbindung zu deinem wahren Selbst verlierst, kann es oft passieren, dass du dich auf Energien, Projekte oder sogar alte Angewohnheiten fokussierst, die deine Entwicklung bremsen können. Nimm dir Zeit, tief durchzuatmen. Bitte Mutter Erde, dich zu halten und lade die Engel der Erde ein, tiefe Wurzeln von deinem Herzen hinunter in das Herz der Erde wachsen zu lassen. Wisse, dass du im Zustand der Erdung ein starkes, fokussiertes und liebevolles Individuum bist und Entscheidungen treffen kannst, die bereichernd und belebend sind. Wenn du auf diese Karte triffst, erinnern dich die Engel daran, wie ungemein wertvoll du bist. Es ist ein Segen für die Erde, dass du auf ihr wandelst. Ja, sehr schön. Gut, dann werden wir uns abschließend noch ein Krafttier für die Stiere anschauen hier. Oh, da haben wir schon wieder zwei. Die Fliege und der Rochen kommen hier. Gedankenkontrolle. Nimm die Situation so an, wie sie ist. Verzeihe. Stoppe dein ewiges kreisendes Gedankenkarussell und komme zur Ruhe. Interessant. Und der Rochen kommt und spricht von der Selbstmeisterung. Ein Lehrer der Meere gleitet in dein Leben. Neue Einflüsse und Strömungen führen dich zu neuen Erkenntnissen. Sei lernbereit. Ja, das ist auch eine Zeit der Erkenntnisse, gerade jetzt auch noch mit diesem Vollmond im Wassermann. Es geht darum, jetzt neue Erkenntnisse zu suchen und zu sammeln und deine Gedanken zu kontrollieren. Diese Botschaft, die möchte ich mir nochmal anschauen hier von der Fliege. Von der Fliege. Was hatten die hier für eine Botschaft? Du hast die Fliegen auf den Plan gerufen, weil du immer noch hoffst, in einer alten Angelegenheit eine Lösung nach deinen besten Vorstellungen zu finden. Dabei ist die Angelegenheit schon längst entschieden. Vorbei und Schnee von gestern. Die Zeit kann nicht zurückgedreht werden. Also akzeptiere, was war. Verzeihe und finde Frieden und Ruhe in dir. Vertraue darauf, dass alles seine Richtigkeit hat. Interessant. Fliegen können auf düstere und um sich selbst kreisende Gedanken hinweisen, die einen regelrecht krank machen können. Gefangen im Gedankenkarussell kann man das Vergangene ohne klaren Blick für das Warum und Wieso nicht überwinden und hinter sich lassen. Die Fliege ist ein Zeichen für Verwirrung, unruhige Gedankentätigkeit, nervliche Überlastung und das Festhalten an Altem und Überholtem. Durch alte Muster, negative Erfahrungen und überholte innere Programme macht man sich mehr Stress, unnötige Gedanken und Arbeit als nötig. Komm zur Ruhe. Also nochmal. Überdenke dein Leben und sorge dafür, dass du im Hier und Jetzt ankommst. Höre auf, andere für die Umstände in deinem Leben verantwortlich zu machen. Du hast dein Leben in der Hand und kannst bestimmte Dinge selbst steuern. Beobachte deine Gedanken mit innerem Abstand. Dann findest du heraus, was dich wirklich beschäftigt. Ja, es ist an der Zeit, dass du dich neu ausrichtest, Vergangenes hinter dir lässt und wieder nach vorn schaust. Loslassen. Ich lasse alles los, alles wird sich zum Besten wenden. Ich blicke nach vorn und öffne mich für die Freude. Das Leben und die Liebe ist hier die abschließende Botschaft. Lieber Stier. Ja, nicht ganz einfach mal wieder hier, was ich hier sehe. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.